Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe schon eine ganze Weile kein Video mehr zu dem Thema Overhyped Books gedreht und es gibt schon zwei Teile. Ich habe jetzt auch tatsächlich eine Playlist erstellt, weil ich mir gedacht habe, okay, bei drei Videos und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in der Zukunft noch welche gibt, werde ich einfach mal eine Playlist erstellen. Die verlinke ich unter dem i auch gerne einmal für euch, falls ihr da vorbeischauen möchtet. Genau, und bei den ersten beiden Videos, muss ich sagen, hat mir das beim Drehen schon echt Spaß gemacht, weil das auch irgendwie in den Kommentaren, fand ich, immer ein toller Austausch war, wie ihr manche Bücher seht, die halt richtig gehypt werden, bei denen ich dann aber einfach sage, also irgendwie verstehe ich den Hype nicht, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Bücher einfach nicht so toll und so atemberaubend gut wie andere. Und das ist aber auch völlig okay. Also dieses Video dient nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie schlechte Laune verbreiten möchte oder dass ich haten möchte oder irgendwie sowas. Aber auch mir gefällt einfach nicht jedes Buch gut, das ich lese. Und das ist auch vollkommen normal. Und es ist auch vollkommen normal, dass man das auch sagt, wenn ein Buch einem einfach mal nicht so gut gefällt und man diese Meinung einfach sagen darf. Und ja, deswegen habe ich mir für dieses Video mal wieder 5 Bücher rausgesucht, bei denen ich sage, also irgendwie verstehe ich den Hype nicht. Ich teile da mal meine unpopular Opinion mit euch, so könnte man das ja auch nennen. Ja, und ich wünsche euch ansonsten wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen und ja, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Ich würde mich auch wieder total freuen, wenn ihr wie bei den ersten beiden Teilen ganz fleißig mal in die Kommentare schreibt, wie ihr die Bücher fandet, die ich euch zeige, ob ihr das auch so seht wie ich oder ob ihr die halt total toll fandet, was ja auch mehr als in Ordnung ist. Also das würde mich echt mal interessieren, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ja, und bei dem ersten Buch, glaube ich, da geht's schon los. Da werden mich einige für verfluchen und werden sagen, dass sie das überhaupt nicht verstehen können. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht. Also das Buch, das hype ich einfach nicht so wie viele andere. Und zwar ist es Verity von Colleen Hoover. Ich kann mich noch echt gut daran erinnern, als Verity rausgekommen ist, wie diese Hype-Welle losging. Also so, so viele lieben Verity wirklich sehr und sagen, es ist eines der besten Bücher, das sie in dem Jahr gelesen haben, als es rausgekommen ist. Und es war wirklich unglaublich, wie das Buch umgegangen ist. Also ja, ich muss aber leider wirklich einfach sagen, ich verstehe den Hype nicht so ganz. Was ich dem Buch nicht absprechen kann, und da bin ich auch schonungslos ehrlich, und da sage ich auch echt, das war wirklich gut, das war die Spannung. Also ich muss echt sagen, dass ich das Buch schnell durch hatte. Es war gut geschrieben, ich wollte irgendwie immer wissen, was noch als nächstes jetzt passiert und was es eben mit Verity auf sich hatte. Was es da einfach gibt, dieses Geheimnis oder wie man es auch immer nennen möchte. Also das war wirklich gut gemacht. Ich muss aber dann tatsächlich sagen, so diese Umsetzung oder das, was dann letzten Endes bei rausgekommen ist, da habe ich echt gedacht, was soll das Ganze? Das fand ich dann irgendwie nicht passend. Ich finde, es hat überhaupt nicht so zu dem gepasst, wie es vorher war. Und dann auch wirklich das Ende, also das richtige Ende, so auf den allerletzten Seiten. Ich war sprachlos. Ich habe es echt nicht verstanden. Ich habe es echt nicht verstanden, was das sollte. Und es ist einfach nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Was da rausgekommen ist dann und auch wie unsere Protagonisten dann gehandelt haben und so weiter. So alles, was sich vorher so gut aufgebaut hat, das wurde meiner Meinung nach alles richtig kaputt gemacht einfach mit dem Ende. Also, nee, ich meine, ich habe mit dem Ende so nicht gerechnet und ich kann auch verstehen, warum Leute das Buch hypen und richtig gut finden. Aber ich sag mir, nee, also das war echt einfach nicht gut. Mein größtes Manko ist, glaube ich, echt das Ende, so das letzte Drittel, was da dann so abging und so, also nee, muss ich leider echt sagen, die Entwicklung da haben mir nicht gut gefallen. Es gibt ja jetzt ein Zusatzkapitel, beziehungsweise ich glaube Epilog heißt es, das
das Zusatzkapitel bzw. der Epilog spielt nach dem Ende und ich glaube, das sind nochmal so 50 Seiten oder so. Ich habe schon von einigen gehört, dass sie das richtig schlecht fanden, aber ich glaube, ich werde es trotzdem einfach mal lesen, um zu gucken, ob das für mich vielleicht noch irgendwas an der Geschichte ändert. Aber wenn ich jetzt nur dieses Buch hier wirklich bewerten muss, dann muss ich sagen, ist für mich irgendwie overhyped. Also ich fand das alles echt ein bisschen absurd und nee, war einfach dann nicht meins. Das nächste Buch ist auch damals richtig durch die Decke gegangen und gilt auch, glaube ich, für einige so als New Adult Klassiker schon fast, also jedenfalls hier in Deutschland. Und ich fand das Buch damals, als ich es gelesen habe, gut. Aber wenn ich es jetzt mit anderen Büchern vergleiche, die ich jetzt einfach schon in den Jahren danach gelesen habe und ja, das einfach mal so ein bisschen Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, ist das Buch für mich definitiv overhyped. Also würde ich jetzt auf jeden Fall so nicht unterschreiben, dass ich das Buch halt irgendwie mega, mega toll finde oder mega, mega gut, mega hype. Nee, das nicht. Und zwar ist es Berühre mich nicht von Laura Kneidel. Ja, ganz, ganz viele sagen, es ist ihr Lieblings-Romance-New-Adult-Buch und dass es so, so toll ist und wow, wow, wow. Und ich muss jetzt echt so ein bisschen im Nachhinein sagen, nee. Also ich glaube, dass das mittlerweile einfach für mich nichts Besonderes mehr ist, wenn ich die Geschichte mir anschaue. Also sie ist einfach nicht so innovativ für mich, doch eher 0815, lässt sich in viele verschiedene Schubladen stecken. Und ich weiß nicht, das Thema da drin, das fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre es einfach schon, oder als gäbe es das schon zu oft in anderen Büchern, in anderen Storylines einfach, ich weiß nicht. Und so richtig Romance ist dann halt auch wieder schwierig, weil es für mich halt auch immer erst so gegen Ende dann interessant wird, was halt so die Liebesgeschichte angeht. Und wenn wir uns das Buch jetzt mal angucken, also das ist jetzt auch echt nicht dünn. Das hat ja so 450 Seiten und ja, ich weiß nicht, da fand ich dann doch, aber das habe ich damals auch in meiner Rezension geschrieben, dass es sich manchmal schon gezogen hat. Also da spielen dann irgendwie immer andere Sachen eine Rolle, nur nicht die Liebesgeschichte. Und das verstehe ich einfach nicht. Das ist dann für mich einfach kein Liebesroman mehr. Ja, ich bin trotzdem gespannt, was in den nächsten beiden Bänden passieren wird, die rauskommen. Also es gibt ja jetzt noch Zerbrich uns nicht oder irgendwie sowas heißt da ein Teil. Ich weiß nicht. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Das sind die Cover in lila, glaube ich. Das lila Cover ist irgendwie vom nächsten Teil oder so. Weil Laura Kneidel jetzt doch nochmal weitergeschrieben hat. Und ein Pärchen, was wir hier auch schon kennengelernt haben, das bekommt jetzt wieder eine Dilogie. Also da bin ich halt schon irgendwie gespannt, weil ich auch finde, dass Laura Kneidel sich weiterentwickelt hat. Das habe ich sehr stark bei Die Krone der Dunkelheit Band 3 gemerkt. Also da hat sie für mich irgendwie echt einen Riesensprung gemacht. Das war für mich auch mit Abstand das beste Buch der Reihe. Von daher mal gucken, ob mir vielleicht die neue Dilogie zu der Reihe hier besser gefällt. Ja, das nächste Buch ist ein Fantasy-Buch, was auch sehr gehypt wurde. Also ich habe auch echt von einigen gelesen, dass sie das Buch großartig finden und dass es was ganz Besonderes ist. Und ja, ich muss jetzt auch echt so im Nachhinein sagen, ich verstehe den Hype da auch nicht so ganz. Ich fand es jetzt nicht schlecht, also das kann ich nicht sagen. So schlecht habe ich es auch nicht bewertet. Aber das ist für mich kein Buch, was ich jetzt hier in jedem Video zeigen muss, um es richtig zu hypen und zu sagen, bitte lest alle dieses Buch. Also das habe ich jetzt bei der Geschichte einfach nicht. Und zwar ist es Das neunte Haus von Leigh Bardugo. Ja, das ist echt ein Buch, was auch viel rumgegangen ist. Gut, Leigh Bardugo ist jetzt auch einfach eine sehr bekannte Autorin, das muss man auch dazu sagen. Und die Geschichte hörte sich ja auch echt ganz interessant an. Es war ja so ein Fantasy gepaart mit Thriller-Elementen und da habe ich ja auch schon von V.E. Schwab wirklich was richtig, richtig Gutes gelesen, nämlich Wishes and Vengeful, die fand ich ja richtig gut und ist jetzt also an sich kein Genre, was ich abschreibe, aber hier muss ich sagen, habe ich das echt also nicht so gefeiert, muss ich sagen. Ich glaube, hier war das Hauptproblem tatsächlich, dass ich die Geschichte sehr, sehr wirr fand.
Also für mich hat sich da immer nicht so ganz dieser rote Faden durchgezogen und dass ich immer so verstanden habe, worauf das jetzt alles aufbaut und so diese ganzen Handlungsketten und so weiter. Also ich weiß nicht, das war echt anstrengend teilweise. Ich weiß nicht, so... Ich habe da echt manchmal gesessen und mich gefragt, ob ich das überhaupt alles verstehe. Und das ist halt schon dann irgendwie echt, echt traurig und auch echt schwierig, weil ich dann halt mir auch denke, okay, warum soll ich bei dem Buch dranbleiben? Ich glaube, als ich so die Hälfte durch hatte, bin ich besser mit klar gekommen, einfach mit allem. Aber letzten Endes, ja, war es echt schwierig. Also da kann ich dann nicht so richtig verstehen, was Leute an diesem Buch, an der Storyline und so, so unglaublich toll finden. Vielleicht ist es ja auch gerade das, was alle so toll finden, was ich kritisiere, dieses Wirre und dass man irgendwie dem Ganzen nicht so gut folgen konnte. Es fehlten für mich total viele Erklärungen und dass man da irgendwie besser sich reinversetzen konnte, dass man das besser nachvollziehen konnte. Vielleicht fanden das auch gerade alle so toll, ich weiß es nicht. Und auch unsere Protagonistin Alex Dern war jetzt für mich irgendwie nicht so mega toll. Also da muss ich auch sagen, habe ich schon interessantere Protagonistinnen gehabt. Das Ende fand ich dann wieder interessant. Also ich würde auch jetzt echt dem zweiten Teil nochmal eine Chance geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Dilogie ist. Sollte ein dritter Teil kommen und ich habe aber beim zweiten Band jetzt genau das gleiche Gefühl wie beim ersten, dann würde ich die Reihe, glaube ich, auch abbrechen. Aber ansonsten würde ich es jetzt auf jeden Fall nochmal mit dem zweiten Band versuchen wollen. Vielleicht wird es einfach ein bisschen besser, da klärt sich einiges und ja, es ist halt nicht mehr so ein Durcheinander für mich irgendwie. Bei dem nächsten Buch handelt es sich tatsächlich um ein Buch, das ich abgebrochen habe und das aber wirklich einen sehr, sehr großen Hype erfahren hat. Also sowohl im englischsprachigen Raum als auch hier in Deutschland habe ich, glaube ich, keine Stimme gelesen, die das Buch nicht gut fand. Und ich bin da dann jetzt irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, fast alleine mit meiner Meinung. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Hype einfach nicht verstanden. Ich verstehe ihn immer noch nicht. Ich habe das Buch nicht ohne Grund abgebrochen. Und zwar ist es Legendborn, der geheime Bund von Tracy Deon. Ja. Es sollte nicht sein. Ich glaube, es sollte einfach nicht sein. Ich habe mir von diesem Buch wirklich ein super innovatives Fantasy-Buch gewünscht mit einer tollen Romance-Geschichte, coolen Fantasy-Elementen, einer guten, ausgebauten Storyline und ich habe nichts davon bekommen. Wirklich nichts. Ja, auch hier, ähnlich wie bei Das neunte Haus, fand ich sehr wirr. Also da haben mir super viele Erklärungen gefehlt, um diese Geschichte besser zu verstehen, um zu verstehen, wo will die Autorin hin, was soll das Ganze eigentlich. Zwischen den Charakteren ist mir viel zu wenig passiert. Also da habe ich echt keine Anziehung gespürt. Generell haben die für mich eigentlich gar keine Beziehungen aufgebaut, weil das so durcheinander alles irgendwie war und ja, sich da nichts aufbauen konnte. Es drehte sich dann irgendwie immer nur um diesen Bundorden, wie man es auch immer nennen möchte. Und auch das war mir nicht ausführlich genug erläutert, so dass ich der ganzen Geschichte folgen konnte. Ich fand es wirklich sehr, sehr langweilig. Es ist so gut wie nichts Interessantes für mich passiert. Und aus diesen Gründen, ja, muss ich leider einfach sagen, ein absolutes Overhype-Buch für mich. Auch, wie gesagt, wenn ich damit wahrscheinlich alleine bin, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was daran alle so toll finden. Von daher konnte ich das wirklich guten Gewissens abbrechen, weil ich einfach der Meinung bin, da warten bessere Bücher auf mich hier in meinen Bücherregalen. Aber es ist einfach so schade, wenn man sich vorher von einem Buch halt wirklich was erhofft und wenn es vor allem halt so gehypt wird und es so viele gute Kritiken bekommt und ich dann da irgendwie sitze und mir denke, warum finden das Buch alle so toll? Also ich habe es wirklich leider echt einfach gar nicht verstanden. Und ja, von daher Buch abgebrochen, absolut overhyped für mich. Ich verstehe die guten Meinungen der anderen irgendwie da leider einfach nicht. Und das letzte Buch für dieses Video ist auch wieder ein Fantasy-Buch und der zweite Band einer Reihe. Ich habe mir ganz, ganz bewusst den zweiten Teil rausgesucht, weil ich sehr, sehr häufig gelesen habe, dass für viele der zweite Band ihr Lieblingsband ist und sie den einfach ja, richtig, richtig toll finden und der einfach ja
der beste, der gelungenste Teil der Reihe ist. Und das kann ich halt wirklich leider echt absolut nicht bestätigen. Ich frage mich, warum so viele dieses Buch so toll finden. Ist für mich auch wieder absolut overhyped. Und zwar ist es Die Flammende von Kristen Cashore. Habe ich jetzt auch tatsächlich vor kurzem beendet. Ich verlinke euch unter dem i gerne mal den Lesemonat, wo ich euch das Buch vorgestellt habe. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da sage ich nochmal ganz spezifische Sachen zum Inhalt und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum viele diesen zweiten Band hier so toll finden, das Buch so hypen, weil ich es absolut langweilig fand. Also wir hatten da wirklich so gut wie keine Variationen, weder bei den Orten, wo sich die Charaktere aufgehalten haben. Da ist fast gar nichts passiert, ein bisschen was, aber wirklich super wenig. Dann hat sich die Beziehung zwischen den Charakteren überhaupt nicht aufgebaut, weil der Protagonist der Geschichte immer weg ist. Also der ist immer verreist. Und das verstehe ich halt irgendwie nicht, wie sich da dann eine Beziehung und eine Liebesgeschichte aufbauen soll, wenn der immer weg ist. Also das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann muss ich halt auch leider sagen, gefällt mir diese Fantasy-Welt echt einfach nicht. Also ich finde die Fantasy-Elemente, die magischen Elemente, einfach nicht gut. Also mir sagt das einfach nicht zu. Ich empfinde das wirklich sehr als sehr langweilig, sehr ermüdend und ja, von daher weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht, ob ich den dritten Teil lesen oder als Hörbuch hören werde. Ich meine, der steht ja hier hinten, aber keine Ahnung. Also ich muss echt sagen, von dem Buch war ich so enttäuscht. Ich verstehe auch einfach nicht, wie man das als Romantasy-Buch betiteln kann und die Liebesgeschichte macht vielleicht 10% der Geschichte aus. Also wirklich, die Liebesgeschichte spielt so gut wie überhaupt keine Rolle und es ist für mich kein Romantasy. Also, tut mir leid, aber das verstehe ich nicht, warum man sagt, das ist ein mitreißendes Romantasy-Buch. Ist es aber nicht, weil, wie gesagt, Romance ist hier so gut wie überhaupt nicht vorhanden. Und das finde ich immer so schade, wirklich bei Fantasy-Büchern, die als tolle Romantasy-Bücher betitelt werden, dass da einfach aber bei der Liebesgeschichte immer so gut wie nichts passiert und die einfach so einen kleinen Rahmen bekommt. Also, keine Ahnung, da hätte man sie auch echt fast weglassen können. Das hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Und von daher ist das Buch für mich definitiv overhyped. Ich muss auch sagen, wenn ich Band 1 und 2 Revue passieren lasse, ist für mich die Reihe bis jetzt auch overhyped. Also den ersten Teil habe ich auch nicht so gefeiert, muss ich sagen. Aber jetzt besonders hier den zweiten Band, also fast schon Totalausfall für mich, muss ich sagen. Hat mir leider nicht gut gefallen. So, das waren die 5 Bücher, die ich euch gerne in diesem Overhyped Books Video zeigen wollte. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Und denkt dran, wenn da Bücher dabei sind, die ihr richtig toll findet und die ihr total liebt, vergöttert, wie auch immer, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also wir haben alle unterschiedliche Meinungen, das ist auch gut so, aber für mich waren diese Bücher, die ich euch jetzt vorgestellt habe, wirklich einfach, ja, overhyped. Nicht nochmal immer schlecht, also zum Beispiel Das neunte Haus oder auch Berühre mich nicht, sind es keine Bücher, die ich mit 2 Sternen bewerten würde. Aber wenn ich mir halt den ganzen Hype angucke und wie viele das einfach so, so toll finden, dann kann ich mich dem irgendwie einfach nicht anschließen, weil es halt nicht so überragend für mich ist. Nicht so, dass ich euch das jetzt in jedem Video zeigen muss und sagen muss, lest es bitte alles, ist so unglaublich gut. Ja, das auf jeden Fall noch einmal kurz als Anhang zum Video. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer allen einen schönen Tag, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video.